Hier ist aus Dresden Matthias Machwerk. Ja, vielen Dank. Ich bin selten so angekündigt worden. Gut, ich komme aus dem Osten, ich bleibe auch nicht lange. Es gibt eine Studie, die behauptet tatsächlich, Eltern sprechen heute durchschnittlich mit ihren Kindern am Tag 9 Minuten. Dieselben Kinder sitzen aber heute 2 Stunden vor dem Fernseher. Wer hat denn da die Erziehungsgewalt? Kann doch nicht sein, dass Power Rangers, Lala, Puh und Winky Stinky die Erziehung übernehmen. Aus erziehungsberechtigt sollte er immer erziehungspflichtig werden, nicht? Und wenn Sie älter sind, gucken Sie GZSZ, Popstars, Deutschland sucht den Superstar, ja. Dort bewerben sich Tausende, aber die Handwerker suchen Lehrlinge. Alle träumen von Ruhm und Geld, keiner von Arbeit, ne? Gut, ich kenne das ja, sonst hätte ich auch immer den Job. Aber ich verstehe es auch. Wer will morgens um 3:30 aufstehen, um so einen ganzen Tag in der Bäckerei zu schuften? Ich meine, da wirst du doch mehr zugemäht als im Internet. Und du siehst nur Brote. Ein Star sieht keine Brote. Ein Star kriegt die scharfen Bräute. Und das, was er zu sich nimmt, sieht nur aus wie Mehl. Ja, Star müsste man sein. Und deshalb wird in deutschen Kinderzimmern gesungen, bis die Tapete runter und der Nachbar hochkommt. Jungfräulich Mädels gipsen sich durch 2 Oktaven und die, die gar nichts können, singen auch. Ist wirklich schlimm, das habe ich gelesen, ganz schlimm. 10% aller Schüler schaffen heute nicht mehr die Hauptschule. Und jeder Fünfte scheitert in der Berufsschule. Ich meine, was soll aus dem mal werden? Gangster-Rapper? Moderator? Hartz-7-Empfänger? Komödie? Was ist denn mit dem Türordner? Warum lasst ihr denn alle rein? Ja? Sowas wie das Boden ist voll. Ja, also heute nicht mehr. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Gangster, aber ich meine, das kann so nicht weitergehen. Ne? Wir müssen uns umstellen, habe ich überlegt. Wir müssen mehr nach Osten schauen. Nein, nicht Guben. Japan. Japan lag bei PISA immer ganz weit vorne, weil dort lernen Kinder schon im Vorschulalter. Ja, viele Kinder können dort schon vor der Schule lesen. Bei uns ist oft umgekehrt. Selbst Babys sitzen in Japan schon am Computer. Ich meine, bei uns, was machen sie denn da? Da sind sie in der Kinderkrippe und singen noch, es tanzt ein Biberbutzelmann in unserem Kreis herum wie die Bung. Ich meine, wo bleibt denn da der Leistungsgedanke? Erziehung muss lebensnah sein. Wie wär's denn mit, besser wäre doch sowas wie, es wischt ein Biberbutzelmann im Bahnhofsklo herum wie die Bung. Ein lebensnaher Song, ein ehrlicher Beruf und für viele der einzig mögliche. Warum? Weil bei uns gibt es noch Waldschulen. Habt ihr schon mal? Bei uns gibt es Waldschulen. Hier schickt man Kinder den ganzen Tag in den Wald. Ich meine, in Japan, da werden die Kleinkinder von Lernsoftware klug, bei uns werden sie vom Zeckenbiss bekloppt. Kinder in den Wald schicken, das war noch nie gut, das weiß man schon seit Hänsel und Gretel. Und wisst ihr, wir erziehen nicht nur falsch, wir verschwenden auch, wir verschwenden. Bei uns, da basteln die Kleinkinder noch mit Kastanien und Streichhölzer. Wisst ihr, in Indien werden kindliche Fähigkeiten viel besser genutzt. Und in Japan, da stehen Kinder zum Teil schon an Maschinen. Ja, an Maschinen. Während bei uns klein Kevin apathisch im Sandkasten buddelt, steht dort Little Rakamotso hochmotiviert am Band. Ich meine, wir müssen doch sowieso länger arbeiten. Da müssen wir uns entscheiden, entweder ab 8 oder bis 80. Will hier jemand bis 80 arbeiten? Seht ihr. Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns Kindern gehen. Ja, nicht sehen, machen! Das Wort Kindergeld bekäme endlich mal eine Bedeutung. Ich höre immer, die Kinder sind zu klein. Die sind doch nicht zu klein. Japaner sind
den blühenden Landschaften, Matthias Machwerk. Sehr schön.